Ja, vielen Dank, Frau Dr. Hallig. Ich finde das immer schon sozusagen, sich mit Sprache dann zu beschäftigen und sagen, setzt dann manchmal schon so ein Aha oder führt zu einem Aha-Erlebnis, weil ich dann irgendwann gedacht habe, ja, Partizip 1 und Partizip 2, da war irgendwas mal in der Schule oder was. Aber genau begründen oder was konnte ich das dann auch nicht mehr oder was. Man hat es mal gehört oder was. Ist jetzt, ich stehe für weitere Hinweise offen sozusagen da. Was Frau Dr. Hallig. Sie hat es aus der Perspektive natürlich der staatlichen Gesetzgebung vorgestellt, hat dann auch hingewiesen natürlich die verfassungsrechtlichen Regelungen. Wir nutzen intern bei uns auch das Handbuch der Rechtsförmlichkeit, soweit wir das sozusagen nicht verstehen, aber soweit der Aufwand, den Nutzen angemessen ist. Also wir ziehen das nicht sklavisch durch, aber nutzen es schon sozusagen, weil wir denken, ja, die sind auch nicht ganz doof in Berlin im Justizministerium, die das verantworten. Insofern nutzen wir das auch als Maßstab und versuchen uns auch daran zu halten. Und deshalb sind wir auch auf den Redaktionsstab mitgekommen, den zur Beratung da heranzuziehen. Als weiterer noch bloß noch so kleiner Hinweis, auch sagen das Problem mit den juristischen Personen. Das stellt sich bei uns in der Kirchenverfassung so nicht, weil da bloß ganz selten juristische Personen benannt werden. Also es wird nirgendwo der Eigentümer bezeichnet. Ich glaube, das kommt nicht vor in der Kirchenverfassung. Höchstens das Eigentum, das kommt vor, aber das ist dann auch sozusagen, das bezeichnet einfach die Sache. Kirchengemeinden, Kirchenkreis und Landeskirche sind juristische Personen, aber dort ist nicht so in Bezug genommen wie jetzt zum Beispiel im BGB, wo für juristische Personen dann auch wieder bestimmte nächste Rollen vorgegeben sind. So viel nochmal zur Anmerkung. Jetzt biegen wir mal auf die Schlussgerade ein, meiner Tagen noch Ausführung, nämlich jetzt sage ich Ihnen noch etwas, auch was im Bericht zur geschlechtergerechten Sprache auch noch mit ausgeführt ist, was da in der Verfassungskommission geschehen ist. Die Verfassungskommission hat erneut, nach den Arbeiten im letzten Jahr, noch mal intensiv darüber beraten. Wir haben uns in der Redaktionsgruppe ganz noch mal einen Tag lang, na gut, einen Dreivierteltag hingesetzt und sind nochmal alles durchgegangen und haben geschaut, wo kann man noch etwas ändern. Das Stellungnahmenverfahren hat da kein eindeutiges Ergebnis sozusagen erbracht, keine Richtung. Aus den Kirchenkreisen, die Stellungnahmen, soweit sie sich hierzu geäußert haben, muss man sagen, waren überwiegend ablehnend. Andere Stellungnahmen, dass es insgesamt ein Gleichstand ist und auch der Gleichstellungsbeirat darunter befürworten die Umformulierung. Die Verfassungskommission sagt auch hier, dieser Prozess ist weiterhin offen. Man legt die Synopse mit beiden, also wieder mit drei Spalten vor. Es gibt erstmal keine Präferenz für eine Spalte, sondern es gibt da auch wieder beide Möglichkeiten werden vorgestellt und der Synode zur Entscheidung vorgelegt. Was hat sich im Vergleich zur Synopse aus dem letzten Jahr noch geändert? Das war an einzelnen Punkten, wo ich jetzt ins Protokoll der Redaktionsgruppe fast schon wieder gucken müsste, wurde es noch mal sprachlich etwas vereinfacht. Das sind sozusagen an einzelnen Artikeln. Die stellvertretenden Präsides heißen in der Verfassung, würden in der Verfassung künftig Vizepräsides heißen. Diese Umformulierung ist eine leichte Vereinfachung und erschien uns sozusagen auch weiterhin verständlich, weil das war in der Redaktionsgruppe und auch in der Verfassungskommission auch klar, es muss weiter verständlich bleiben. Also wir ziehen uns jetzt nicht zurück und erfinden Personenbezeichnungen für die einzelnen Funktionen. Eine wichtige, im Schriftbild wichtige Veränderung ist das Wörtchen beziehungsweise. Das wurde auch kritisiert, dass das ja ziemlich prominent dann künftig verwendet wird und ziemlich häufig, wahrscheinlich das häufigste Wort in der Kirchenverfassung dann wäre. Das wird zum einen wird das derzeit auch schon verwandt, an einzelnen Stellen, wo es notwendig ist. Es soll auch, oder das sieht die Verfassungskommission auch weiterhin zunächst mal verwendet werden, weil es sachlich an Stellen richtig ist, an den Stellen, an denen man es verwendet hat. Als Erleichterung und Vereinfachung schlägt die Verfassungskommission nun aber vor, dass das Wort beziehungsweise abgekürzt verwendet wird. Dabei hat man sich an der
Kirchenverfassung der Nordkirche aus 2012 orientiert. Also nicht orientiert, aber die machen das auch so. Und die Badische Grundordnung aus 2007 macht das auch so. Das sagen also, das ist also, sagen, also kann man jetzt sagen, ist jetzt nicht völlig außerhalb der Spur. Weil das Handbuch der Rechtsförmlichkeiten, das ist bei beziehungsweise skeptisch. Das sagt da, nein, das sollte möglichst nicht verwandt werden. Wir können für den kirchlichen Bereich sagen, dass diese Vorbehalte sind hier offensichtlich in anderen Landeskirchen nicht. Und dann machen wir uns die auch nicht zu eigen. Die Vorbehalte aus dem Handbuch. So, das war insgesamt dann Drucksache 4.2 bis 4.5. Eine Drucksache habe ich dann nämlich noch nicht benannt, nämlich Drucksache 4.1, das ist das erste Blatt mit dem Beschlussvorschlag. Das verdeutlicht dann auch, wie es nämlich weitergehen kann, wie die Verfassungskommission das weitere Verfahren vorschlägt. Nämlich sie empfiehlt, im nächsten Jahr einen Gesetzentwurf zur Änderung der Kirchenverfassung vorzulegen. Also auf dieser Tagung beschließt man nicht über die Änderung der Kirchenverfassung. Es wird aber sagen, für die Erstellung des Gesetzentwurfs ist es eine große Erleichterung, wenn man weiß, in welche Richtung man den Gesetzentwurf entwickeln soll, also welche Spalte. Das war, glaube ich, dann auch der Sprachgebrauch irgendwann in der Verfassungskommission, sagen, über welche Spalte reden wir jetzt hier, zweite oder dritte Spalte. Und das ist auch hilfreich für die Erstellung des Gesetzentwurfs, weil der dass da dann die entsprechend zuständigen Stellen, also dann, wo ich dann wahrscheinlich auch mit dazu gehöre, weiß, welche Spalte denn für den Gesetzentwurf zugrunde gelegt wird. Für sozusagen, also das ist unter Punkt 3, sozusagen ist diese Richtungsentscheidung, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, sozusagen vorgeschlagen. Inhaltliche Gesichtspunkte und konkrete Hinweise können halt bei Punkt 1 oder sind sinnvollerweise bei Punkt 1 können dort eingetragen werden. Und mit diesem Paket kann dann der Gesetzentwurf erstellt werden und im Frühjahr 2018 zur Entscheidung vorgelegt werden und vorbehaltlich des Beschlusses am 01.01.2019 dann in Kraft treten. So, auch von meiner Seite vielen Dank, sagen Sie, dass Sie mir zu lange zugehört haben, aber auch der Verfassungskommission, sagen, für die immer sagen, spannende und freudige Arbeit, sagen, man wird nie dümmer und es ist immer interessant, darüber nachzudenken. Herzlichen Dank.